สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาวันละ5คำ Hallo und herzlich willkommen zu 5 Wörter täglich. Heute lernen wir Tag 17, die 17. Lektion dieses Kurses oder dieser Playlist. Und zuallererst gebe ich eine Einführung in die Voraussetzung, dann werden wir die 5 Wörter lernen und zum Schluss Anwendung dieser 5 Wörter. Voraussetzungen wie immer: Teillesen und Schreiben, Lektion 1 bis 21. Dieser Kurs ist frei zugänglich und verfügbar über die Schaltfläche auf der rechten Seite. Klicken Sie darauf und Sie werden den Kurs zum Kurs geleitet. Dann ist es ebenfalls Voraussetzung bzw. sinnvoll, den Kurs 5 Wörter täglich zu machen, und zwar die Lektion Tag 1 bis Tag 16. Nun, die 5 Wörter für heute. Zi, ka or ka, beziehungsweise ka oder ka and krab. Sawaddi, sabai und ben. Zi bedeutet kaufen. Ka oder ka, sowohl als auch krab, sind sogenannte Anstandspartikel, welche auf der linken Seite für die weibliche Sprecherin und auf der rechten Seite für den männlichen Sprecher angewandt werden. Eine kleine Einführung darin wird es gleich geben. Sawaddi bedeutet Hallo und Sabai wird übersetzt als gut, angenehm oder komfortabel, wenn man sich gut fühlt und so weiter. Ben ist ein Verb und bedeutet können oder wissen, wie etwas zu tun ist, im Sinne von etwas gelernt haben und daraus daher zu wissen, wie man es macht. Gut, bevor wir uns die Sätze anschauen, wie gesagt, eine Einführung hier, und zwar in die Anstandspartikel für zuallererst die weibliche Person oder die weibliche Sprecherin. Es ist entweder ka oder ka. So, das erste Beispiel links vom Schrägstrich ist im fallenden Ton K als affirmative oder als Aussage bestätigendes Anhängsel sozusagen zu verstehen, während das zweite oder die zweite Version im hohen Ton gesprochen wird, K und für Fragen gebraucht wird. Zwei Beispiele oder beziehungsweise drei Beispiele hierzu. Tan tamngan K bedeutet, ich arbeite oder ich bin am Arbeiten, je nach Zusammenhang. Und es ist eine Aussage, folglich im fallenden Ton. Chan tamngan ka. Zweite Beispiel. Kun tam arai ka. Wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, nur für weibliche Sprecherinnen. Also wenn eine Frau oder ein Mädchen fragen würde, was machst du oder was bist du gerade am Machen, je nachdem, würde sie sagen, kun tam arai ka. Und da es sich hier um eine Frage handelt, was machst du, ist eben das zweite, kommt der zweite Partikel zur Anwendung im hohen Ton. Ein drittes Beispiel. Bei du nangan mai krab. Und die Antwort auf diese Frage, ka. Ein Mann fragt also eine Frau, gehen wir einen Film schauen? Bei du nangan mai krab, mit dem Höflichkeitspartikel des männlichen Sprechers, krab. Und die Antwort nach dem kurzen Strich der Frau als Bestätigung, als Affirmation der Aussage, ka, ja, machen wir. Und dann kann natürlich die Antwort auch nochmal wiederholt werden. Also eine Bestätigung zu einer gewissen Frage, die mit K wiederum der fallenden Version für die Frau bestätigt wird. Nun, für den männlichen Sprecher ist es krab, wie gesagt. Als erstes Beispiel, pom tamngan krab, ich arbeite, ich bin am Arbeiten, eine Aussage. Und wie sieht es aus bei Fragen? Kun tam arai krab, genau dasselbe oder derselbe Partikel. Was machst du oder was machst du gerade?
ebenfalls hier der Partikel krab für eine Frage. Und genau dasselbe ist es für den männlichen Sprecher auch für eine Bestätigung. Wenn also jemand mich fragt, Baidu nangkan mai ka oder Baidu nangkan mai krab, dann kann ich als Mann antworten krab oder auch krab plus die Antwort. Gut, das als erste Einführung für eine Spezialanwendung. Dann haben wir, bevor wir die Sätze starten, eine zweite Anwendung, die etwas Aufmerksamkeit benötigt. Und zwar haben wir in Lektion Tag 8 gelernt, dass das Wort dai, können oder fähig sein, etwas zu tun, bedeutet. Wir hatten damals die Beispiele, ebenfalls im Vergleich mit Lektion 14, dann pom bai gap kun dai. Ich kann mit dir gehen. Irgendwohin, wohin es auch gehen soll. Oder pom bai gap kun mai dai. Ich kann nicht mit dir gehen. Also ich kann nicht oder ich bin nicht fähig, mit dir zu gehen, weil es gewisse Gründe gibt. Zum Beispiel habe ich keine Zeit, ich habe eine andere Verabredung und so weiter. Oder ich möchte nicht, was auch immer. Und jetzt haben wir in der Lektion 17, in diesem Tag, haben wir das letzte Wort, was wir gelernt haben, vielleicht hast du dir es notiert, war ben, was so viel bedeutet wie können oder wissen wie oder gelernt haben, wie etwas zu tun ist. Und hier ist nun ein enormer Unterschied zum dai, den wir jetzt sehen können an diesem Beispiel. Tan, tam, ahan, ben bedeutet so viel wie ich kann kochen. Warum sagt man denn nicht einfach tan, tam, ahan, dai? Beide Aussagen sind richtig, aber es ist ein expliziter Unterschied zwischen diesen beiden. Dies bedeutet nämlich, ich kann kochen oder ich weiß, wie man kocht. Ich habe es gelernt, darum kann ich es jetzt. Und die negative Aussage, tan, tam, ahan, mai ben. Ich kann nicht kochen oder ich weiß nicht, wie man kocht. Ich habe es nicht gelernt. Folglich, wenn jemand sagt, tan, tam, ahan, mai dai, heißt das, ich kann heute nicht kochen, weil ich irgendwo anders bin, weil ich eine Verabredung habe, weil ich keine Lust habe oder einfach aus irgendeinem anderen Grund. Während wenn jemand sagt, tan, tam, ahan, mai ben, dann heißt das, tut mir leid, ich würde gerne kochen, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Gut, ich hoffe, ihr habt hier diesen Unterschied zwischen Wissen, wie etwas gemacht wird, gelernt haben, wie verstanden. Nun, die Sätze. Wani pom tam ahan mai dai. Pom bai du nang gapern. Heute kann ich nicht kochen oder heute kann ich kein Essen zubereiten. Weil steht nicht da, aber die zweite Aussage, pom bai du nang gapern. Ich gehe mit einem Freund einen Film schauen. Pern kong chan tam ahan mai ben lei. Ein Freund von mir oder mein Freund weiß nicht, wie man kocht oder kann kein Essen zubereiten, weil er es nicht gelernt hat. Und hier sehen wir bereits den Unterschied zwischen dem ersten Satz und dem zweiten Satz. Im ersten Satz eben tam ahan mai dai und im zweiten Satz tam ahan mai ben. Und dann noch die Verstärkung lei, überhaupt nicht. Ja, er kann überhaupt nicht kochen. Gut, und was weiter anzumerken hier ist, und das gilt auch für den Rest der Sätze, ist, dass das kong in Klammern steht, also das Besitzanzeigende von oder mein oder was auch immer. Also Pern Kong Chan, mein Freund oder ein Freund von mir. Dieses Kong muss nicht zwingend gesagt oder geschrieben werden. Man kann also auch einfach sagen Pern Chan und es bedeutet genau dasselbe wie Pern Kong Chan. Und um das etwas genauer zu verstehen, jetzt auch in dieser Lektion im Thai, sind alle diese Kong in Klammern gesetzt und ich werde jeweils beide Versionen vorlesen. Gut. Der nächste Satz. Kun khai rot mai, pern
อยากซื้อรถของคุณมากเลย. Verkaufst du deinen Wagen? Oder verkaufst du ein Auto, einen Wagen? เพื่อนอยากซื้อรถของคุณมากเลย. Ein Freund würde sehr gerne deinen Wagen kaufen. สวัสดีครับ. วันนี้คุณสบายดีไหม? Hallo, geht es dir heute gut? Und die Antwort? ค่ะ. วันนี้ฉันสบายดีค่ะ. Ja, heute geht es mir gut. Und die Antwort, wie wir sehen können, aufgrund des Partikels, wird von einer Frau gegeben und zuallererst eben diese Affirmation, nämlich die Frage, geht's dir heute gut? Und die Antwort K im fallenden Ton, ja, oder genau so ist es, heute geht es mir gut. Pa kong pom kai rot hai kun dai krab. Pa kong pom, mein Vater, kann dir das Auto verkaufen oder den Wagen verkaufen. Und dann der zweite Teil, kun augen ma hai kau wani dai mai krab. Kannst du ihm heute das Geld bringen? Oder eben ohne die Klammer, Pa-pum kai rot hai kun dai krab, kun augen ma hai kau wani dai mai krab. Der nächste Satz. Pön kong chan tam ahan mi ben, der pön kong me tam ben ka. Mein Freund oder ein Freund von mir kann kein Essen zubereiten, kann nicht kochen. Aber der Freund meiner Mutter kann es. Und was wir hier auch noch sehen, nebst den Klammern mit den Kong, die nicht zwingend vonnöten sind, und den Partikel ganz zum Schluss der Frau oder des weiblichen Sprechers, dass wir eben im ersten Teilsatz haben wir tam ahan me ben, also kann Essen nicht zubereiten. Und im zweiten Satz haben wir tam ben. Es könnte da auch stehen tam ahan ben. Da aber das ahan, nämlich das Essen, welches zubereitet werden muss, bereits eingeführt wurde als Objekt in diesem Satz zu Beginn, reicht es im zweiten Antwortteil eben zu sagen tam ben, weil alle wissen, worum es geht, um ahan. Aber es könnte auch gesagt werden tam ahan ben. Wir sehen also im Thai, wenn ein Objekt mal eingeführt wurde im Satz und man weiß, worüber man spricht, ist es nicht mehr zwingend zu erwähnen in der Folge. Gut, ich lese den Satz noch einmal ohne die in Klammer stehenden Kong. Pön chan tam ahan mai ben, der pön mae tam ben ka. Der nächste Satz. Sawaddi krab. เพื่อนอยากถามว่าคุณเป็นใครและอยากถามว่าคุณทำอาหารเป็นไหม. Also die Übersetzung, hallo. เพื่อนอยากถามว่า, mein Freund würde gerne fragen. คุณเป็นใคร, wer bist du? Und er würde gerne fragen, คุณทำอาหารเป็นไหม, kannst du kochen? Weißt du, wie man Essen zubereitet? Geht hier jetzt ein bisschen viel um das Essen, aber es geht ja eigentlich nicht um den Inhalt, sondern um die Satzstruktur. Gut, der nächste Satz. Pa-mae kong kun sabai di mai? Geht's deinen Eltern gut? Pa-tam-ngan arai ka? Und was arbeitet dein Vater im zweiten Teil? เพื่อนของฉันอยากมีรถ. Mein Freund oder ein Freund von mir hätte gerne einen Wagen. แต่เขายังไม่มีเงิน, aber er hat noch kein Geld. Oder eben ohne das Kong, เพื่อนฉันอยากมีรถแต่เขายังไม่มีเงิน. Der nächste Satz. พ่อและแม่ของเธอ มีเงินมาก.
ก็เลยอยู่สบายกัน oder พ่อและแม่ของเธอ มีเงินมากก็เลยอยู่สบายกัน Vater und Mutter von ihr haben viel Geld. Darum oder folglich geht's ihnen gut. Geht's ihnen gut? Sind sie glücklich? Und so weiter. Sawaddi krab phuen. Hallo, mein Freund. Wani sabai di mai. Geht's dir heute gut? Oder heute? Das Objekt. Geht es dir gut heute? Und die Antwort. Sabai di krab. Es geht mir gut. Gut, gehen wir die Sätze noch einmal durch. Ich werde jeweils mit den Klammern immer beide Versionen vorlesen. Und für dich ergibt sich dadurch die Möglichkeit, noch einmal die Struktur gewahrt zu werden, sowohl das als auch eben die unterschiedlichen neuen Wörter in der Satzstruktur zu erkennen und auch zu sehen, wie sie angewendet werden. Wani pom tam ahan mai dai, pom bai du nang ga phuen. เพื่อนของฉันทำอาหารไม่เป็นเลย oder เพื่อนฉันทำอาหารไม่เป็นเลย คุณขายรถไหม เพื่อนอยากซื้อรถของคุณมากเลย oder คุณขายรถไหม เพื่อนอยากซื้อรถคุณมากเลย สวัสดีครับ วันนี้ คุณสบายดีไหม ค่ะวันนี้ฉันสบายดีค่ะ พ่อของผมขายรถให้คุณได้ครับ คุณเอาเงินมาให้เขาวันนี้ได้ไหมครับ oder พ่อผมขายรถให้คุณได้ครับ คุณเอาเงินมาให้เขาวันนี้ได้ไหมครับ เพื่อนของฉันทำอาหารไม่เป็น แต่เพื่อนของแม่ทำเป็นค่ะ oder เพื่อนฉันทำอาหารไม่เป็น แต่เพื่อนแม่ทำเป็นค่ะ สวัสดีครับ เพื่อนอยากถามว่าคุณเป็นใคร และอยากถามว่าคุณทำอาหารเป็นไหม พ่อแม่ของคุณสบายดีไหม พ่อทำงานอะไรคะ oder พ่อแม่คุณสบายดีไหม พ่อทำงานอะไรคะ เพื่อนของฉันอยากมีรถ แต่เขายังไม่มีเงิน oder เพื่อนฉันอยากมีรถ แต่เขายังไม่มีเงิน พ่อและแม่ของเธอมีเงินมากก็เลยอยู่สบายกัน oder พ่อและแม่เธอมีเงินมากก็เลยอยู่สบายกัน und der letzte Satz สวัสดีครับเพื่อน วันนี้สบายดีไหม สบายดีครับ gut. Vielen Dank für das Besuchen dieser Lektion und ich hoffe, dass es dir gefällt, dass es dir nützt und dass wir uns in der nächsten Lektion wiedersehen. ขอบคุณนะครับที่ใช้รายการของผมลูดี้แล้วหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับในบทหน้าสวัสดีครับ